Hallo, wir sind gerade auf YouTube und ihr stellt euch wahrscheinlich gerade die Frage, warum sind die Bilder von Lexi nicht hinten an der Wand? Maybe you ask yourself, why are you not on my wall in the background? This have a good reason, we had a bad fight and now I put you back on my wall. Fuck you. Tschüss! With fuck you, I mean these two boys. Epic Lane Day. Ich bin der liebe Epic Lane Day. Epische Lane Day. Epic 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 Lane Day. Bin ich auch Epic Lane Day? Epic Lane Day. Epic Lane Day. Lane Day ist verliebt. War jetzt im Album. Eins. Und ja. Und dann habe ich diese Handschuhe gesehen und dann. Ich war heute so im Aldi und da habe ich diese Handschuhe gesehen. Oh, okay. Hey Nico, Glas oder Flasche? Kasten! Du sprayst, oder? Weißt du, worauf ich Bock hab? Ach, was? Auf dem Cornelius-Song. Ja! Wir singen einen Song nur für dich, Conny. Er ist zurück, mein Dr. Friend. Er ist ein Doktor und er pennt. Er war auch mal ein Assistent. Dr. Cornelius, der Mann. Cornelius ist da. Er kann, was er kann. Er war auch mal Rechtsanwalt für uns alle. Und er ist da, Cornelius. Das war dieses fette Mädchen mit dem Pink Fluffy Unicorn Ding. Ja, der Opa von Justin Breaks Opa? Ja. Und Epic Landei. Niemand. Doch. Doch. Dann kein Problem, immer wieder gerne. Sie hat gesagt, wir sind bestimmt die Best Friends oder so. Ja. Wir sind schwul und wir leben zusammen. Nein, sind wir nicht. Hör doch auf. Klausur am Dienstag. Nee. Ja, viel Glück, ey. Nee. Oh Gott, ich hab gar keinen. Liebe Liebes. Jetzt mach ich da Blubberblech. Ja, Blubberblech machen wir. Oh mein Gott. Das war nicht schlau. Wow. Come on ins Weekend Feeling. Fuck you. Tschüss. With fuck you, I mean these two boys. Ja. Ja. See ya. Bis dann. Spanisch, Tomaten. Warte, wir warten jetzt. Dr. Cornelius. Nelius ist dein Freund und Helfer in der Not. Dr. Cornelius. Nelius. Bist du da oder bist du tot? Tot, tot, tot. Er ist dein Freund und größter Helfer. Dr. Cornelius auf 12 Jahre. Es ist Dr. Cornelius. Nelius. Dr. Cornelius. Nelius. Warum seid ihr nicht feiern? Das, mein lieber Nico, hat einen sehr ausgewogenen Grund. Hallo. Hallo, bist du fake oder echt? Echt, das sehen wir. Wir lassen uns immer noch nicht verarschen. Die war echt. Du warst echt, aber du bist verpistig. Penis! Penis für alle! Fanta! Fanta! Es könnte sein, dass man ab und zu auf jemanden trifft. Ja. Ja. Auf den man nicht so gerne treffen möchte. Ja, ja, sind das so. Kennt ihr das? Ja, das haben wir hin und wieder, ja. Ich habe das ständig. Ja. Das ist. Was kann man jetzt dagegen tun? Abonniert Epic Lady und ihr erfahrt, was ihr dagegen machen könnt. Wenn ihr jetzt euer Abo freischaltet, habt ihr 2 Monate lang kostenlos keine Schwänze mehr im Bild. Kostenlos. Tja. Danach ist das Abo natürlich kostenpflichtig. Für 5000 Euro pro Monat. Oh ja, er ist da. Cornelius ist da. Er ist ein bester Freund fürs Leben. Oh ja. Dr. Cornelius! Cornelius ist dein Held und allerbester Freund! Dr. Cornelius! Cornelius! Er ist wach oder wenn er pennt! Er ist der Doktor im Wartezimmer! Wen brauchst du sonst doch nimmer? Es ist Cornelius! Cornelius! Cornelius.
Nelius, Nelius ist dein bester Freund, weißt du, was du brauchst? Cornelius ist da, wenn du zu viel rauchst. Weißt du, wo du siehst? Cornelius, du fliegst. Komm mit den Epic Friends, teilen uns sofort. WoW Minecraft, alles ist am Ort. Glatzkopf. Hi. Oha, sogar so Missgeburtenkinder, Alter. Letzte Woche zum Beispiel war ich in Hamburg. Da habe ich Leon Marcher, den Opfer, gesehen. Boah, ja, direkt weg. Und ich denke so, warum erkennt den keiner? Weil keiner den kennt. Keiner will den erkennen. Das ist das Problem. Wer braucht den? Ich bin der Größte, der Beste. Morgen früh kaufe ich mir eine Limousine. Morgen kaufe ich mir eine Limousine. Ja, bei Marcher sowieso. Ja, gar nichts anderes. Deswegen sage ich ja, auch wenn ich letzte Woche gar nicht in Hamburg war. Hä? Auch wenn die ganze Story nur ausgedacht ist, oder wie? Como estas, Ey, warum skippst du dummes Stück Kacke? Es ist unfassbar. Ich kann's... Achso, ich dachte, das wäre... Hallo. Mein Dad hat immer noch so eine Scheiße laufen. Ich guck gar kein Fernsehen. Guckst du, hast du schon diese neue Werbung gesehen? Ich guck kein Fernsehen! Dieses Scheiß auf Streife und dieses Durchschnitts-Hartz-IV-Leben. Ja. Das ist total verblödet. Wenn du irgendwo in Amerika oder so Fernsehen laufen lässt, dann darf die eine Werbung die andere Werbung komplett verarschen und man darf sein eigenes Mixgetränk und Energy hinstellen und daneben Coca-Cola schlecht machen und sowas. Das darf man alles in Amerika. Ja, ne? Das ist auch viel cooler. Und bei uns, du schaltest ein, dann läuft da so eine Sendung, wo irgend so eine alte Frau ihren Sohn dumm anmeckert. Such dir einen Job! Der hat dich schon teilweise vergewaltigt. Mein Sohn ist ein guter Junge. Es ist Dr. Cornelius. Nelius! Dein Held mit den Epic Friends! Dr. Cornelius, Nelius, er hat einen YouTube-Kanal genannt, Justin Pricks Opa. Abonniert Justin Pricks Opa. Er hat einen Opa, das ist Justin Pricks Opas Opa. Cornelius, Cornelius, es ist Dr. Cornelius, Nelius. Das kann nicht sein. Ja. Nein. Doch. 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 Ja. Mein Schwanz ist amputiert. Ja, so sieht's doch aus. Wo ist der Kind? Wieso ist dein zu viel Orangen als meins? Weiß ich nicht. Ja. Oh, sexy für die Weiber. Für Lena, die unser Video guckt. Ja. Da habe ich ja was falsch gemacht. Ah, wow. Alles gut. Was macht man auf Omegle? Was ist das da unten? Stuffe und Penisse. Und im schlechten Fall beides. Konnichiwa. Ich weiß nicht, welche Sprache. Hallo. Oh Gott, Deutsch. Ja, also. Gamer Girl, ahoi. Gamer Girl, sie ist hier und dort und überall. Warum bist du hier und nicht feiern? Mann, sie ist 17. Ich nehme meine Sachen und sie ist 17, Digga. Die erste. Erstmal. Kein Anspruch, die gut aussieht und nicht 12 ist. Ja. Seid ihr YouTuber? Ja. Wir waren mal in, ich bin ja in Wuppertal zur Schule gegangen. Und ja. Dann fuhren wir da so vorbei und meinten die so, das ist Kollege. Ja, wir sind aus der Nähe Wuppertal, ja. Ich komme aus Nürnberg. Aus wo? Ja, moin. Nürnberg. Nein, wir sind letzte Woche Dienstag in Wuppertal. Lol. Auch wenn ich letzte Woche nicht in Wuppertal war. Bist du nächste Woche da? Richtiger Pranker hier, ey. Schon viel besser als die anderen YouTuber. Was ist, die sich dann so denken, ich will nicht weg. Die sich so denken, so, ja. Sieht das von Weitem ausgegeben? Nein, aber sieht zerstörend aus.
Hi. Hi. Und Skip. Danke, nein, toll. Skip. Nein, danke. Oh, doch nicht. Digga. Jetzt tu doch nicht so reagent los. Ich komm mir komisch vor. Moin, was geht? Guten Morgen. Ist ja noch haben Sinn. Nee, ist ja moin gesagt. Ja, gut. Wie geht's dir? Was machst du hier? Was suchst du? Ja, was soll das? Was machst du hier? Warum bist du nicht feiern oder so? Oha. Du bist eine Fotze. Aber Mensch, warte! Nein! Mensch! Nein, darf ich sie gar nicht unterhalten? Darf ich mich noch vorstellen? Ja, sag mal deinen Namen. Als dann jemand mal wirklich ein Video gedreht hat in einem Center, wo ich war, da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht. Obwohl du nicht in dem Center warst? Wahrscheinlich letzte Woche. Nein, ich war wirklich in einem Center, das ist kein Witz. Ich komm die Front, ich komm die Front. Wirklich, eigentlich. Ferdinand, ah, okay, jetzt weiß ich das. Ferdinand, gut. Okay. Er wird Pferd genannt. Oh nein! Tschüss! Nein, Mann! Er macht mich so kaputt, Alter! Ja, Alter! Unfassbar.